Liebevoll, allzeit verfügbar und billig sollen sie sein. Wir sind unterbezahlt. Außer Frage. Klar, ist eine Ausbeutung. Für viele Familien die Rettung. Dass meine Mutter über Nacht zum Pflegefall wird, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Das war ein Schock. Wir fragen uns, unter welchen Bedingungen schuften osteuropäische Pflegerinnen in Deutschland? Waschen, kochen, pudern, allzeit bereit. Mehr als 500 Agenturen bieten 24-Stunden-Betreuung an. Bei unserer Recherche fällt SenioCare 24 auf. Die Geschäftsführerin stehe für gute Löhne ein. Doch SenioCare 24 hat günstige, sehr günstige Preise. Wie geht sowas? Im Frankfurter Büro treffen wir Geschäftsführerin Renata Föri. Hallo, Frau Föri. Ich freue mich, Sie hier bei SenioCare 24 in Frankfurt begrüßen zu dürfen. Dankeschön. Föri erzählt, die Betreuerinnen kommen nicht direkt von SenioCare 24. Woher denn dann? Wir arbeiten mit 50 Partnern, mindestens 50 Partnern in kompletten Osteuropa, wie Polen, wie Kroatien, wie Ungarn, Bulgarien, Rumänien. Und diese Firmen geben uns quasi die Pflegekräfte zur Verfügung. Unsere Aufgabe ist, zu jeder Pflegekraft eine passende Familie zu finden. Jede Pflegekraft, die nach Deutschland entsendet wird, ist wie eine Ersatztochter. Eine gemietete Ersatztochter. Bis 15%, je nach Agentur. Ich will es jetzt nur mal so grob skizzieren. Also wir haben die Familie wendet sich an Sie in Deutschland, ja, und Sie wenden sich an die Agentur in Polen. Genau. Und die Agentur in Polen hat eine Frau sozusagen, eine Pflegerin. Richtig. Die Sie dann zur Familie schickt. Richtig. Ein Maklergeschäft und billig. Aktuell gibt es ab 1670 Euro eine Betreuerin. Corona hat die Preise etwas nach oben getrieben. Gezahlt wird an die Agentur in Osteuropa. Renata Föri hat uns einen Mann mit 24-Stunden-Betreuung vermittelt. Einer von 2000 Kunden. Jeder zahlt SenioCare 850 Euro im Jahr. Bei treuen Kunden gibt's Rabatt. Super, danke schön. Tschüss. Wir fahren nach Arbergen im Rheingau-Taunus-Kreis. Hier lebt Reinhold Schwenk mit Ersatztochter Alicia Riebska. Ländliche Umgebung. Das Navi leitet uns zu einem Aussiedlerhof. Hallo. Sind Sie der Herr Schwenk? Ja. Ah. Dann sind wir verabredet. Dann sind wir verabredet. Und Sie sind Alicia? Ja. Hallo. Reinhold Schwenk ist 89 Jahre alt und seit 2 Jahren pflegebedürftig. Seitdem lebt er bei Sohn Rüdiger. Er ist morgen aufgestanden, ist die Treppe runtergegangen daheim und ausgerutscht. Und die Schwester hat ihn zwar am Arm und ist mit der Schwester mit dem Kopf gegen die Wand gefallen. Und seitdem hat er Handicap gehabt. Seit einem halben Jahr ist Alicia Riebska aus Polen da. Für 1670 Euro im Monat. Die billigste Variante für Pflegerinnen, die kein Deutsch können. Ich wollte helfen. Ich hatte auch ältere Eltern. Meine Mutter war 89 Jahre alt, als sie verstorben ist. Da half ich auch, so viel ich konnte. Ich weiß, dass das hart ist. So bin ich auf die Idee gekommen, hierher zu kommen. Ja, auch aus finanziellen Gründen. Ich wollte etwas aus meinem Leben machen, weil da einiges nicht so gut gelaufen ist. Kaffee kochen, putzen, Windeln wechseln gehört zu den Aufgaben der 56-Jährigen, die in Polen eine Bäckerei hatte. So.
Ripska spricht praktisch kein Deutsch und Reinhold Schwenk kein Wort Polnisch. Schwierige Kommunikation. Wir verstehen uns schon. Manchmal mit Händen und Füßen, aber es geht. Haushalt führen, mit Herrn Schwenk spielen, spazieren gehen. Ihre freie Zeit verbringt Alicia Ripska in ihrem Zimmer direkt nebenan. Ich habe das so gelernt, das Arbeiten. Mir macht das nicht so viel aus, weil ich habe gearbeitet und mich um meine Mutter gekümmert. Für mich ist das nichts Außergewöhnliches. Von 8:30 morgens bis 3:00 nachts muss sie zur Verfügung stehen. 1,5 Stunden Mittagspause. Gut die Hälfte des Geldes, das die Familie zahlt, komme bei der Pflegerin an, sagt Renata Föhring. In Alicia Ripskas Fall also etwa 900 Euro. In Polen ist das normal. Für den selbstständigen Schmied Rüdiger Schwenk wäre mehr nicht bezahlbar, sagt er. Sie haben ja den Tagesplan gegeben. Was würden Sie denn denken, wie viel die Alicia ungefähr arbeitet am Tag? Wie viele Stunden? Was denken Sie denn? So realistisch? Realistisch vielleicht 5-6 Stunden. Okay. Und der Rest ist ja dann ist als Gesellschafterin beim Vater, nehmen wir es mal so, der geht mit dem Spazieren. Natürlich ist es für sie auch Arbeitszeit. Ja. Aber ich meine, wenn man jetzt am Amboss steht oder in der Werkstatt, dann ist das harte Arbeit. Und ich denke, wenn man das so aufteilen kann, wie sie das die Möglichkeit hat, dann ist es auch für sie angenehm. Ich hätte immer den Eindruck, dass das alles Arbeitszeit ist. Aber das ist irgendwie in dem Bereich anders, ne? Ja, man muss wirklich trennen. Es ist schwer, weil man einfach unter einem Dach lebt, ja? Und dieses Dasein für manche zählt auch zur Arbeitszeit. Zum Beispiel, komm, wir gucken zusammen Fernseher. Ist das jetzt gemeinsam Arbeitszeit oder gehört das zur Freizeit? Oder komm, wir spielen zusammen. Ist das Arbeitszeit oder ist das eher Freizeit? Es ist schwer zu trennen, aber ich denke, es ist Geben und Nehmen. Die Pflegekräfte bekommen nicht nur gutes Lohn, aber auch freie Kost und Logis. Wenn man alles als Arbeitszeit rechnen würde, ergeben sich 70 Stunden pro Woche. Rüdiger Schwenk erzählt uns nach dem Dreh, Ripska habe einen neuen Arbeitsplan mit einer Stunde Pause mehr am Abend. Geht das so mit deutschem Arbeitsrecht? Wir hören uns unter Anwälten und Juraprofessorinnen um. Ich arbeite zurzeit an einem Film zur sogenannten 24-Stunden-Betreuung. Generell müsse Bereitschaftszeit bezahlt werden. Angestellte dürfen nicht mehr als 48 Stunden pro Woche arbeiten, Selbstständige schon. Doch wenn die nur für einen Kunden und mit klaren Weisungen arbeiten, sind sie rechtlich eben doch Angestellte. In der Praxis wissen die meisten Pflegerinnen nicht Bescheid, können sich nicht wehren und die deutschen Kunden profitieren. Sonst wäre ich nicht so lange dabei. Maria Anjol arbeitet im Projekt Faire Mobilität des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Frankfurt. Zu 80 oder 85% der Pflegekräfte, die sich an Faire Mobilität wenden, die arbeiten mit einem Dienstleistungsvertrag, mit einem polnischen Dienstleistungsvertrag. Wenn du diesen Vertrag unterschrieben hast, bist du selbstständig. Somit Arbeitsschutzgesetze, die greifen in deinem Fall nicht. Was hat das denn für Konsequenzen, wenn die Frauen als Selbstständige beschäftigt werden und nicht als Arbeitnehmerin? Alle diese Mindestansprüche für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die gibt es nicht. Ja? Urlaub oder wie maximale Arbeitszeit pro Tag. Anjol zeigt uns einen Vertrag, der typisch für die Branche sei. Ja. Ich glaube, es wurden mehrere Vertragsstrafen hier festgelegt. Wenn die Familie den Vertrag kündigt, weil die Pflegekraft ihre Aufgaben, ihre Dienstleistung nicht gewissenhaft ausgeführt hat. Das ist das, was mich auch immer nervt, weil das kann man so weit auslegen. Da kann die Familie nicht zufrieden sein, dass die Pflegekraft 10 Minuten mehr fürs Frühstück zu bereiten braucht als sonst. Also das kann wirklich eine Lappalie sein, denke ich, in manchen Fällen. Was ist dann die Vertragsstrafe? 3.000 Zloty, 800 Euro. Und auch die Lohngestaltung ist ein Ding. Also 15 Euro
pro Tag brutto, ja, das ist die Grundvergütung und das ist auch wahrscheinlich das, dass dann, was später in Polen versteuert bzw. sozialversicherungspflichtig ist, aber der größte Teil, also 35 Euro, das sind Spesen, wie Rückerstattung von Reisekosten. In die Rentenversicherung wird also fast nichts eingezahlt. Maria Anjol hat eine Pflegerin aus Kroatien gefunden, die bereit ist, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Sie will nicht, dass mögliche Arbeitgeber sie erkennen. In einer deutschen Familie machte sie besonders schlechte Erfahrungen. Ich musste im Garten arbeiten, ich sollte als Dienerin arbeiten und das den ganzen Tag. Du kannst nicht vor 22 Uhr schlafen gehen, du darfst keine Kaffeepause machen, von Freizeit keine Rede. Die Familie habe sie beleidigt und beschimpft und das bei Arbeit rund um die Uhr. Jeden Tag von 0 bis 24 Uhr. Wenn der Patient nachts aufwacht, musst du auch wach sein. Wenn er früh aufsteht, musst du auch früh aufstehen. Das heißt, du musst 24 Stunden mit dem Patienten zusammen sein und dich 24 Stunden um ihn kümmern. 1.300 Euro habe sie im Monat bekommen. Zurück in der Redaktion. Journalistin Alexandra van de Poel spricht Polnisch. Sie hat sich in Facebook-Gruppen polnischer Pflegerinnen umgehört. Viele Erlebnisberichte in kurzer Zeit. Also diese Frau erzählt zum Beispiel, dass sie bei jemandem in einem feuchten Keller leben musste. Und der Sohn hat sie dann irgendwie sexuelle Anspielungen gemacht. Und als sie dann deutlich gemacht hat, dass sie nichts mit ihm anfangen möchte, hat er irgendwie angefangen, sie zu schikanieren. Und hat ihr irgendwie keine Freizeit gegeben, hat sie zu bestimmten Arbeiten gezwungen, die eigentlich nicht vereinbart waren. Etwa die Hälfte der Frauen berichtet Schlechtes. Die andere Hälfte erzählt von guten Erfahrungen. Also man sieht dann auch, es kann mal so laufen, mal so. Das hängt ein bisschen von der Familie natürlich ab, bei der man dann unterkommt. Wir fragen, ob sich jemand interviewen lassen will. Jetzt heißt es abwarten. 214.000 pflegebedürftige Alte gibt es in Hessen. Die Hälfte wird selbst organisiert zu Hause gepflegt, durch Verwandte, 24-Stunden-Agenturen oder illegal. Rechtsanwältin Marion Clark aus Darmstadt sucht nach einer zweiten 24-Stunden-Betreuerin für ihre demente Mutter. Denn eine Betreuerin ist überfordert. Auch heute gab es wieder Streit und Schreierei. Frau Clark kommt zum Schlichten. Was erwartet sie jetzt? Was denken Sie? Keine Ahnung. Das hat mich jetzt alles heute schon wieder sehr mitgenommen. Und ich bin einfach gestresst. Die Situation hat sich beruhigt. Die 24-Stunden-Betreuerin hat Pause und eine Tagesbetreuerin ist da. Also jetzt ist die Situation ja auch ganz entspannt, ne? Ja, ganz entspannt. Ja, ne, weil morgen war nicht so entspannt. Da gab es ein bisschen, hat es etwas gerumpelt, wenn ich mal so sagen darf. Der Dobrinka. Ja, der Dobrinka, ja. Habt ihr euch gezauft? Die 84-Jährige ins Heim geben? Für Marion Clark keine Option. Das hat sie versprochen, als die Mutter noch fitter war. Das ist ein ganz schönes Bild von meiner Mutter. Mhm. Schon mehrere 24-Stunden-Betreuerinnen waren da und oft schnell wieder weg. Weil meine Mutter eben permanent Aufmerksamkeit braucht, sie muss den ganzen Tag beschäftigt werden. Also so 4 Wochen geht das schon, ja. Aber man merkt einfach, so spätestens nach 6 Wochen sind die meisten dann schon einfach erschöpft. Darauf, dass die Mutter Demenz hat, seien Betreuerinnen oft nicht vorbereitet. Es passiert einfach, dass Leute geschickt werden, die einfach gar nicht genau wissen, worauf sie sich einlassen. Die sind damit dann einfach überfordert, auch emotional überfordert. Was passiert dann mit denen? Werden die einfach zur nächsten Familie geschickt oder gehen die dann zurück in die Heimatländer?
Teils, teils. Also die Dame, die wir jetzt haben, war vorher bei einer anderen Familie. Aber in anderen Fällen fahren die dann, glaube ich, nach Hause und werden dann wieder neu vermittelt. Jetzt fahren wir mal zur Mama. Auch heute ruft die Agentur an. Die Betreuerin will nicht mehr. Wie soll es weitergehen? Beratung mit Ehemann Peter Clark. Sie hat denen erzählt, dass wir quasi jemanden, weiß ich was, organisiert haben. Und ja. Sie erzählt uns, dass die Agentur jemanden organisiert hat. Aber sie will weg und sie muss auch weg. Ja. Das bringt nichts. Nee, das habe ich jetzt auch gesagt. Ja. Ich habe jetzt gesagt, also das ist ja auch in unserem Interesse, weil wir auch nichts davon haben, wenn die jetzt da leidet. Und sie ist ja mit den Nerven am Ende. Ja. Ist schon schwierig. Die Agentur macht Hoffnung, dass bald zwei Betreuerinnen kommen könnten. Soll mehr als 4.000 Euro kosten. Wie leicht die Frauen ausgewechselt werden. 2 Wochen Kündigungsfrist für beide Seiten. In unserer Recherche hören wir viele Gruselgeschichten. Betreuerinnen, die alte Menschen misshandelten. Verträge, in denen mit 1.000 Euro Strafe gedroht wird, wenn Pflegerinnen zu lange wegen Krankheit ausfallen. Und immer wieder Menschen, die illegal beschäftigen. Über polnische Facebook-Foren finden wir Beata Brückner. Sie arbeitet als 24-Stunden-Betreuerin. An freien Tagen lebt sie in der Wohnung ihres Partners in einer Kleinstadt bei Frankfurt. Sie liebt ihren Job, macht ihn seit 16 Jahren und hat gelernt, sich durchzusetzen. Einmal sollte Beata Brückner mit einer anderen Betreuerin im selben Bett schlafen. Sie reiste sofort wieder ab. Aber nicht alle Frauen könnten es sich leisten, eine Familie zu verlassen, wenn ihnen die Bedingungen nicht passen. Eine Frau, die von Polen herkommt, ja, oder anderen Ländern, ja, sind überwiegend ältere Damen, ja, die selbst schon pensioniert in Polen sind. Die haben es ja mal wegen 300, 400, 500 Euro im Monat, wenn es hochkommt. Und wenn sie hier über 1.000 Euro kriegen pro Monat, ja, das ist ja für die wie ein Lottogewinn, ja. Dann lassen sie sich viele Sachen gefallen und lassen mit sich so umgehen, wie es mit manchen umgehen wird. Also, ja, schlimm teilweise. Beata Brückner zeigt uns einen ihrer Verträge. Wie viele Stunden ist denn da festgeschrieben in dem Vertrag? Gar keine, glaube ich. Steht ja nicht. Also das, Sie unterschreiben den Vertrag, dass Sie 24 Stunden betreuen, aber da steht keine wöchentliche Arbeitszeit drin. Nein. Und was können Sie selbst ausrechnen, wenn man 14, 16 Stunden auf den Beinen ist? 2.100 Euro bekommt Beata Brückner im Monat brutto. Bei 15 Stunden Arbeitszeit pro Tag an 6 Tagen die Woche ein Stundenlohn von knapp 6 Euro. Helma Lutz, Soziologieprofessorin an der Uni Frankfurt, hat zu 24 Stunden Betreuung geforscht. Mit 500.000 Pflegerinnen rechnet sie in deutschen Haushalten und es würden immer mehr. Also ich würde sagen, diese Arbeitsbedingungen sind ausbeuterisch und selbst wenn die meisten Familien wollen das nicht und trotzdem sind auch die Familien oft nicht sensibel genug, um zu sehen, dass das eigentlich keine akzeptablen Arbeitsbedingungen sind, wenn jemand sowohl nachts als auch tagsüber für dieselbe Person zuständig ist. Niemand kontrolliert ja, ob das legal ist. Ja? Also wir haben einen relativ rechtsfreien Raum hier. Helma Lutz sagt, ohne die billigen Osteuropäerinnen würde im deutschen Pflegesystem ein riesiges Loch klaffen. Daran hat niemand Interesse. Wir sind in Vellmar bei Kassel. Arbeitsalltag einer Betreuerin, die nach deutschem Arbeitsrecht angestellt ist. Melanie Garmisch besucht 3-mal die Woche für 2 Stunden Elfriede Ullmann, 91 Jahre alt. Was haben wir heute noch vor, Elfriede? Die gucken nach der Apple. Soll ich die Papiertonne nachher auch rausfahren? Die kommt heute morgen früh, ne, holen die. Die. Gut, dann kann ich sie ja morgen auch wieder reinholen. Ich bringe die nachher raus, vor der Straße. Nee, so rum.
Melanie Garmisch arbeitet 19 Stunden pro Woche für den Betreuungsdienst Home Instead. Was sie verdient, will sie nicht sagen. Frau Garmisch, so 24-Stunden-Betreuung, könnten Sie sich das vorstellen? Nein. Ich habe ja auch Familie zu Hause. Ich habe 3 Kinder, Mann. Nee, das geht nicht. Ihre Aufgaben? Den Haushalt machen, Gartenarbeit, aber auch einfach nur Gesellschaft leisten. Christian Weinekötter ist der Geschäftsführer von Home Instead. Er bekommt immer wieder Anfragen für 24-Stunden-Betreuung, heute von Klaus Hagen aus Kassel. Da sind wir dann hier bei dem Betrag. Mhm. Ja, in letzter Zeit hat sich eben gehäuft, dass meine Mutter gefallen ist und sich nicht selbstständig wieder aufrichten konnte. Dauerbetreuung nach deutschem Arbeitsrecht, schier unbezahlbar. Wenn wir 24 Stunden machen müssten tatsächlich, dann wären es 4 bis 5 Personen, die wir im Einsatz haben. In was für einer Größenordnung müssen wir uns das dann vorstellen? Das ist im 5-stelligen Bereich. Also ein Vielfaches von dem, was 24-Stunden-Dienste normalerweise abrechnen. Unter 12.000 Euro gehe nichts. Das ist der Preis für Arbeitsrecht, Mindestlohn und bezahlte Bereitschaftszeiten. Während unserer Recherche entscheidet das Berliner Landesarbeitsgericht über Arbeitszeit in der 24-Stunden-Pflege. Bereitschaftszeit zählt voll, also wenn eine Pflegerin zwar frei hat, aber auf Abruf bleiben muss. 21 Stunden Arbeitszeit pro Tag seien realistisch, sagen die Richter. Geklagt hatte eine Bulgarin, ihr sollen mehr als 30.000 Euro nachgezahlt werden. Nicht rechtskräftig, der Fall geht vors Bundesarbeitsgericht. Frederik Seebohm ist Geschäftsführer des Verbandes für häusliche Pflege und Betreuung. Interessenvertretung für die deutschen Vermittleragenturen. Bringt das Urteil das Geschäftsmodell ins Wanken? Wenn Sie Betreuung in häuslicher Gemeinschaft wollen, dann müssen Sie sich darüber Gedanken machen, ist diese Zeit, die die beiden unter einem Dach leben, ist das Arbeitszeit, ist das zu bezahlende Bereitschaftszeit oder ist es das nicht? Was sagen Sie? Ich bin der Meinung, solange wir nach deutschem Arbeitsrecht arbeiten und solange wir Bereitschaftszeit haben, die so gewertet wird, ist es natürlich Arbeitszeit, muss es bezahlt werden. Die Frauen arbeiten bei deutschen Familien, vermittelt von deutschen Agenturen, aber im Auftrag osteuropäischer Agenturen. Den deutschen Vermittleragenturen, für die Seebohm spricht, ist die Frage von Arbeitszeit und Lohn weitgehend egal. Wenn das deutsche Arbeitsrecht gilt, dann sind vor allen Dingen in der Pflicht die Arbeitgeber. Und das ist nicht die Vermittlungsagentur. Die Vermittlungsagentur ist nicht Arbeitgeber, sondern sie vermittelt. Und die Vermittlungsagentur ist nicht verantwortlich dafür, dass es kein rechtssicheres System gibt. Die Vermittlungsagentur versucht für 300.000 Familien in Deutschland jeden Tag Lösungen zu finden. Für alte, kranke und sterbende Menschen. Damit haben sie genug zu tun. Seebohms Vorschlag? Pflegerinnen sollen generell als Selbstständige arbeiten. Für nur einen Arbeitgeber, ohne unter das Arbeitsrecht zu fallen, aber sozial versichert werden. Dafür gibt es Beispiele. Etwa freie Journalisten. Das Geschäft der Agenturen. Im Netz kursieren schwarze Listen. Über Facebook meldet sich eine Pflegerin, die über die Rolle der Agenturen sprechen will. Erstmal per Telefon. Manche Frauen, die haben Angst von Strafen. Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Firmen. Und manche machen richtig psychische Terror für die Frauen, ja. Sie arbeitet in Neu-Isenburg bei Frankfurt, erklärt sich bereit, vor der Kamera zu sprechen. Ilona Chadou verdient als 24-Stunden-Pflegerin 1.600 Euro brutto im Monat. Für die Branche viel Geld. Entscheidend sehr gutes Deutsch. Die 48-Jährige hat Abitur. Ausgebildete Pflegerin ist sie nicht. Wie sind Sie denn zu dem Beruf gekommen? Ich hatte finanzielle Probleme, sozusagen ganz einfach. Ich dachte, na ja, 4 Wochen, dann verdiene ich, ja, so, und dann mache ich weiter. Ich brauchte ganz einfach. Ich bin alleinziehende Mutter, also nicht mehr 10, weil mein Sohn ist volljährig jetzt, so 19 Jahre. Damals war so 16. Das war schwer. Chadou pflegt einen alten Herrn, für den sie schon länger arbeitet. Sie hat genug Pausen, fühlt sich wohl. Der alte Herr will nicht, dass wir bei ihm filmen. So für die ganze Woche immer so ein Mittagessen, ja? Ich zaubere etwas, ja? Ich koche gerne.
Elona Chadu unterstützt ihre Mutter und finanziert das Universitätsstudium ihres Sohnes, Geschichte. Mit ihrer jetzigen Agentur ist sie sehr zufrieden. Es gab auch andere Erfahrungen. Habe ich nie diesen Lohn von dieser Agentur, welche habe ich verlassen, endlich, nie pünktlich gekriegt. Ich habe gesagt, ich bin pünktlich. Ich bin pünktlich, ich gebe pünktlich Frühstück, ich gebe pünktlich alles, ich mache pünktlich alles. Und ich verlange dasselbe, ja. Das ist nichts außergewöhnlich. Und denn die haben gesagt, sie bleiben nicht mehr auf die Stelle. Sie fahren früher, so, obwohl ich sollte bleiben 2 Monate und so. Glauben Sie, die Agentur hat Sie dafür bestraft, dass Sie sich beschwert haben? Natürlich, das war reine Zickigkeit. Aber die Familie und die Patienten, die haben so abgesagt, alle anderen Pflegerinnen. Und die hatten keine andere Wahl, Pandemie war. Dann war ich Beste, weil niemand wollte kommen. Und das war natürlich, das vergesse ich nie. Das war richtig, das war heftig. Der Mann, den sie derzeit betreut, liegt ihr am Herzen. Jeder Schritt von ihm, das ist meine, ja, mein Glück, meine, von dieser Arbeit. Deshalb arbeite ich. Ja. Und dann die Familie, also die Kunde, ja, also die, ja, Familie. Immer wieder begegnen uns Leute, die Pflegerinnen illegal beschäftigen. Geld bar auf die Hand. Schließlich ist eine Familie bereit zu sprechen. Die Bedingungen, keine Namen, Stimmen verzerren und kein Ort. Irgendwo in Hessen. Die Betreuerin ist seit Anfang des Jahres hier. Ich brauche das Geld, ganz einfach. Ich bin geschieden und mein Mann hat viel Alkohol getrunken. Nach der Scheidung musste ich ihm Geld bezahlen. Mutter von 5 erwachsenen Kindern, Schneiderin. Seit mehr als 7 Jahren als Pflegerin in Deutschland. Staat und Sozialkassen wissen nichts. Ich habe nie darüber nachgedacht, über eine Agentur zu arbeiten. Ich habe auch keine Lust dazu. Das würde wahrscheinlich auch nicht so gut funktionieren. €1.600 im Monat bar auf die Hand. Krankenversichert ist die Frau in Polen. 2 Stunden Pause hat sie am Tag. Der Rest ist Arbeit und Bereitschaft. Im Dienst einer alten Dame. Sie ist immer da. Ja. Und ist auch lieb. Und was bedeutet das für Sie, dass die da ist? Was gibt Ihnen das? Alter, gibt mir Sicherheit. Mit über 90 noch in Sicherheit beim Sohn leben dürfen und können. Deutsches Arbeits- und Sozialrecht wäre da störend. Und warum haben Sie sich entschieden, ohne Vertrag zu beschäftigen, also illegal? Das war jetzt gar nicht so, dass man von vornherein bewusst gesagt hat, wir wollen nicht das legal machen, wir wollen es illegal machen oder schwarz machen. Das hat sich einfach so ergeben. Sie hat es auch so gewollt. Wir geben ihr das Geld, was sie wollte. Und denken nicht weiter drüber nach, sag ich mal. Keine Absicherung für die Pflegerin, keine Einzahlung in die Rentenversicherung. Und es ist strafbar. Also das schlechte Gewissen rührt daher, dass wir sagen, okay, wir halten uns nicht an unsere Pflicht als Staatsbürger, indem wir halt eben sie nicht sozial versichern und also mit allen, also auch mit Rente und so weiter. Und indem wir halt keine Steuern abführen. Und wie rechtfertigen Sie das dann vor sich selbst? Ich rechtfertige es damit, dass ich sage, okay, wir bewahren damit meine Mutter vom Altersheim. Es gibt 100.000-fache Nachfrage für Dauerpflege zu Hause. Uns sagten die Angehörigen stets, wir können uns nur Billigkräfte leisten. In Osteuropa stehen jede Menge Frauen zur Verfügung, gewohnt hart zu arbeiten, mit dem Wunsch, ihren Kindern eine gute Ausbildung zu finanzieren oder ein bisschen Wohlstand zu erreichen, aber ohne Berufschance in der Heimat. Viele, mit denen wir gesprochen haben, machen ihre Arbeit aus wirtschaftlicher Not, aber gut und auch gerne. Arbeit, die Deutsche und Westeuropäer nicht machen wollen, schon gar nicht so billig.